Gude und herzlich willkommen hier zurück in Two Point Hospital in der Gesundheitsabteilung vom Büro Nummer 16. Schön, dass ihr da seid. Wir haben in der letzten Folge ja ein bisschen uns wieder eingegroovt. Zu Beginn der Folge haben ein bisschen was gemanagt. Wir haben einen dritten Hausmeister eingestellt. Haben wir den Arzt eingestellt? Ich weiß es gar nicht. Weil, wie ich den Arzt einstellen wollte, kam ein Erdbeben, oder? Ja, wir hatten hier einen richtig guten Arzt. Was bedeuten eigentlich die Sterne? Ja. Und jetzt machen wir mal weiter. Wir haben hier unten ganz viele Meldungen. Zu 64% sicher. Ja, wir gehen auf Risiko. 59% sicher. So. Notfall-Topfschmerz. Nach der verhängnisvollen zeitlichen Überschneidung einer Kostümparty mit dem Schlussverkauf beim größten Küchenhersteller. Wir haben wieder eine Topfschmerzenwelle, die zweite jetzt schon innerhalb von 3 Folgen. Das machen wir und wir befördern weiter den Facharzt zum Chefarzt. Wir brauchen einen zweiten Chefarzt. Unser erster Chefarzt hat ja in der letzten Folge richtig ins Klo gegriffen. Kann man nur so sagen. Er hat die Entleuchtungspraktik einfach in die Tonne praktiziert. Deswegen habe ich keine Scham, einen zweiten Chefarzt, also einen Arzt zum Chefarzt zu befördern. Ne? Wettbewerb befördert sozusagen die Competition. So, ne? Also Wettbewerb ist gut fürs Geschäft. Ja. Und hier haben wir, jetzt bin ich mal gespannt. Er ist jetzt Chefarzt, mal gucken, ob er genau so einen Fehler macht. Oder ob er abliefert. Ja? Gesundheitssystem ist auch ein bisschen abliefernd. Ja? Und wie ihr seht, können wir hinten dran einen Haken machen. Gut, Arztpraxis. Ach, da kann gleich hier bleiben. Hoffentlich braucht er keine Pause. Nee. Da kann er direkt wieder loslegen. Ich weiß auch nicht, was hier in Tampel los ist. Das ist jetzt die zweite Töpfereiwelle. Ja, Daumen nach oben für den Chefarzt, für den neuen. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ja. 6 Stück. Eigentlich 8500. Das ist ein schöner Umsatz, ja. So, irgendwas ist hier wieder passiert. Wer hat hier... Ja, da hinten ist wieder eine Fehlbehandlung. Der Entleuchter. Haben wir leider nicht so viel. Dass es sich lohnt, den Entleuchter abzugraden. Ne? Oh, ich glaube, das ist fehlgeschlagen. Da zeigt sich doch wieder einmal, dass man bei Meeresfrüchten wirklich nicht wählerisch sein muss. Ach, doch nicht. Krass. Grünes Licht. Ah, er guckt immer raus. Guckt euch das mal an. Was ist mit ihr los? Portishead haben wir null im Griff. So, wir nehmen dich. Okay, das ist unser Hausmeister. Oh, fetter Profit. Wir sind jetzt bei einem 60 zu 40er Split. So, jetzt müssen wir kurz Päuschen machen, weil L. Hank sagt, no, warum gehst du schon rein? Warum bist du so frech? Weitere Diagnosezimmer. Komm, dann bauen wir weitere Diagnosezimmer. Also... Da ist jetzt der Schrei groß danach. Dann bauen wir ein weiteres Diagnosezimmer. Allgemeine Diagnose. Das ist natürlich ein Gebäude, was wieder eine Dreier-Tiefe braucht. Müssen wir mal gucken, ob es hier reingeht. Sieht gut aus. Die Tür muss definitiv hier hin.
So. Lass mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen auch hübsch bauen. So. Und ein Feuerlöscher, ne? Weil wir haben ja immer noch das, wir haben ja auch, wir können jetzt mal den kleinen Heizkörper, müssen wir den erst kaufen, ja, ne? Lasst uns mal gucken, die Zeit nehmen bei uns. Eine Uhr ist auch ganz cool. Erhöht die Krankenhausattraktivität. Haben wir mal gemacht. Wo ist denn die kleine Heizung? Die haben wir doch freigeschaltet, oder nicht? In der letzten Folge. Bin ich. Wahrscheinlich habt ihr es schon dreimal. Da! Schon dreimal gesehen und jo. Die Frage ist, brauchen wir hier überhaupt Heizung? Info, Heating? Ne, brauchen wir nicht. Heating. Voll im Denglisch drin. Meine Jüte. Mal ohne Absicht. Ohne Absicht. Komm, wir packen noch ein Pflänzchen hier rein, weil es schön sein soll. Die Heizung ist weggerissen worden. Dann brauchen wir doch noch eine Heizung hier drin. Dann machen wir das doch. Kleiner Heizkörper. Jetzt finde ich den schon wieder nicht. Heizkörper. Hallo, kleiner Heizkörper. Da. Warum ist der rot? Ah. Ist der so weit wegstehen oder was? Ja, das ist doch geil. Also für so einen kleinen Raum. Ist vielleicht sogar schon zu warm. 100, was kostet der? Was kostet der normale Heizkörper? 200. Wir machen erstmal. Wir stellen den noch hier hin. Der steht da mitten im Weg, das können wir so nicht stehen lassen. Ich würde gerne die Tür nochmal umversetzen. Geht das? Bearbeiten die Tür. Setzen wir doch dahin. Dann können wir das kleine Gerät hier hinpacken. Und dann packen wir das dahin. Und bauen hier so ein bisschen Sichtschutz, dass man nicht gleich immer so, ne, wenn man reinkommt, wenn da jetzt jemand auf der Liege liegt, dass man das nicht gleich immer so sieht. Ne? Feuerlöscher immer schön neben die Tür, also oder gegenüber von der Maschine. Gefällt mir viel besser. Viel, viel besser. So, jetzt gucken wir nach dem Personal, ob wir noch freies Personal haben. Macht Pause in Bereitschaft. Macht Pause seit 7 Tagen. Sucht nach Arbeit. Ja, dann. We have a winner. Jetzt haben wir hier 2 Diagnosezimmer direkt nebeneinander. Sehe ich gerade. Haben wir neue Türen? Oder waren die schon immer so? Ach krass, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Guckt mal, Leute. Das ist Diagnosezimmer, passend zur Wand. Wir haben hier Mats, so auf Sechseck angelehnt. Wie Kohlenstoff, glaube ich. Ne? Aber chemischer Aufbau. Korrigiert mich in den Kommentaren, weil ich jetzt Quatsch erzählt habe. Chemie abgewählt, ab in der 10. Ich hatte Bio, ab dann Bio und Physik. Ja, so, du arbeitest hier. I like it. Was ich... Oh, erstmal einen schönen tiefen Riss genommen. Ich würde aber gern noch was machen. Ich würde gern noch ein Fenster hier reinbauen. Macht das Sinn? Nee, dann hat man keine Privatsphäre. Diagnose, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen frei machen und so. So, irgendwas ist passiert. Wir haben hier... Ah, hier ist fleißig... Ein Arzt wird in der Entleuchtungsklinik benötigt. Ja, der kann auch ruhig mal warten. Ne? 5. Oh, er hat einfach eine Serie. Einfach. Und der neue Chefarzt hat eine Heilungsserie. 6 von 7. Ne, 6 von 8. Das ist mal eine Quote. Das beobachten wir jetzt, ne? Ne? 6 von 8.
Da kommen wieder neue Patienten rein. Hier ein Meister am Werk. Komm, das gibt eine fehlerlose Winstreak. Wir haben alle geschafft. Patienten geheilt. Einer fehlt noch. Boah, wir haben unseren Wert innerhalb von 2 Folgen fast verdoppelt. Läuft bei uns. Das sieht sehr gut aus. Eine perfekte Heilungsrunde von Chefarzt, Neu-Chefarzt Dr. Randy Fudge. I like it. Oh, jetzt darf er aber ruhig mal Pause machen, der Boy. Mach Pause. Du musst warten. Wir brauchen einen neuen Arzt. Ich suche dir mal einen Personalarzt. Der Fudge macht Pause. Wir haben nur 3 Ärzte. Never ever. Okay, wir müssen was einstellen. Forschung. Was ist das Plus? Behandlung 2. Okay. Dann stellen wir auf jeden Fall sie hier mal ein. Dr. Phoebe. Oh, da muss ich an Assassin's Creed Origins denken. Odyssey war es. Mit der Phoebe. Und dann, ja, ohne zu spoilern, ne? Vielleicht will das noch einer zocken von euch. Ich weiß es nicht. So, 7 von 7. Winstreak. Heilungsstreak, perfekte Serie, I like it. So, die Niam Pyramid, wie auch immer. Es wäre ein Traum, einen weitläufigen Arbeitsplatz voller luxuriöser Ausstattung zu haben. Etwas richtig Hochwertiges, was meinst du? Die Töpferei in Stufe 4. Wir haben Stufe 2. Patient, schicken wir jetzt mal nach Hause. Töpferei, die hat jetzt viel Geld abgeschmissen. Die können wir wirklich mal dekorieren. Ihr wisst ja Bescheid, Leute. Wir werden... Kann man da eine Kaffeemaschine reinpacken? Weil wir haben mal Platz, ne? Oh, das hat reingeschallert. Eine Pflanze, auf jeden Fall so ein bisschen Sichtschutz. Bei der Behandlung. Und dann den Weg hier ab... Mit Postern. Chakalaka. So. Perfekt. Wir sind Stufe 3. Wir haben es fast. Eine Uhr ist auch ganz wichtig für die Zeit. Ein Sonic-Poster. Elektroschock-Poster haben wir schon. Was können wir noch reinbauen? Trinkbrunnen, Süßigkeitsspender für danach. Also so von wegen, ah, oh, wir haben dir endlich den Topf vom Kopf gemacht. Bist jetzt endlich wieder normal. Also normal im Sinne von... Machen wir hier nochmal die Reihe Poster. So, und ein Teppich. Gibt es hier keinen Teppich? Ist der aus Sicherheitsgründen nicht verfügbar? Ernährungspyramide? Nein, ist nicht so lustig, finde ich, muss ich sagen. Cheese-Water-Druck? Hund auf Leinwand. Kylo, so ein Feini. Na gut, der ist hell, ne? Das sind Zertifikate. Für 200. Treibhausdruck. Ach, ich verfranz mich schon mit deinen Einzelheiten, ne? Efeu. Okay, wir müssen jetzt umdekorieren. Einfach mal Efeu hier reingeschoben. Kann ich das double stacken oder was? Das kann doch nicht gut. Das kann ja doch nicht in Ordnung sein. Ich würde gerne noch so einen Teppich legen. Guck mal, die haben doch schon. Haben die einen Abfall? Die brauchen einen Abfalleimer, wenn jetzt da getrunken werden darf.
Das sieht ein bisschen bescheuert aus. Da bin ich halt einfach. Das geht nicht. Das lassen wir. Ja. Ich hoffe, ich mache auch das richtige Zimmer. Ne? War doch die Umtöpferei. Haben wir ein Feuerlöscher? Ja, haben wir. Wir können auch, weil die ja zusammengehören, haben wir keine Fenster mehr. Ich würde gern... Kann ich hier kein... Doch. So, dann können wir, kann man sich hier zurufen, weil die gucken ja auch gerne raus. Ich glaube, ich hab's gleich. Objekte. Da ist der Teppich. Ungoldes Objekt für dieses für Zimmer. Okay. Schade. Oh, ich will das jetzt aber machen. Ne? Bin wieder am Verfransen hier. Mülleimer. Wir gucken jetzt erstmal hier wieder ein paar Objekte. Ein Trinkbrunnen machen wir auch noch, falls jemand doscht hat. Doscht! Der steht dann so random in der Mitte. Macht irgendwie auch keinen Sinn. Ich würde ihn gerne hier so. Steuerung hier. Immer noch nicht. Wahnsinn. Okay, da würde ich sagen, wir machen das jetzt nicht so übertrieben lange. Das mache ich in der nächsten Folge fertig. Die Challenge holen wir uns. Wir haben aber heute uns eigentlich nur um die Umtöpferei gekümmert. Wir hatten einen geilen Heilungs-Win-Streak. Wir haben 7 von 7 Patienten gehalten mit unserem neuen Chefarzt Dr. Randy Fudge. Also lasst für den Doktor den Daumen nach oben da, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Und dann kann ich immer wieder sagen, lasst es euch gut gehen und tschüss.